Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit den Linien vom SV Darmstadt 98, den amtierenden deutschen Fußballmeister. Saison Nummer 5, sie steht kurz bevor, aber bevor es in die Bundesliga geht, bevor die Bundesliga startet, haben wir noch drei Testspiele vor der Brust und die werde ich natürlich auch alle drei, wie ihr es gewohnt seid, in voller Länge zeigen. Heute unser erstes Testspiel. Nach der Sommerpause geht es endlich wieder auf das grüne Geläuf, auf den Fußballrasen. Und wir haben eine prominente Mannschaft, einen prominenten Verein zu Gast, nämlich Olympique Marseille. Immerhin Dritter geworden in der französischen Liga. Es könnte also theoretisch sogar sein, dass wir in der Champions League auf die Franzosen treffen werden. Vorausgesetzt, sie werden sich dafür qualifizieren. Aber es geht nicht um den Gegner, sondern um uns. Wir wollen natürlich uns möglichst in Frühform präsentieren. Allerdings, ihr seht schon die Startaufstellung, wir werden mit einer halben B-Mannschaft heute auflaufen. Ein paar Leute, ein paar junge Talente auch, haben so die Möglichkeit, sich auch zu zeigen. Die WM-Fahrer, sprich Georg Taigl, Lecky, Milik und Brooks, die vier spielen heute noch nicht im Kader, die bekommen noch ein bisschen Ruhepause, aber werden dann höchstwahrscheinlich alle im nächsten Testspiel dann zur Verfügung stehen. Aber heute bekommen sie noch eine Auszeit. Wir werden heute mit folgender Startausstellung in das erste Testspiel der Saison gehen. Mit Rakowski, unsere eigentliche Nummer 2, im Tor. Dann die Viererkette mit links, der Neuzugang Rafael Guerreiro vom FC Lorient. In der Innenverteidigung Marvin Friedrich, war in der Vorsaison her verliehen, neben Jorge. Hinten rechts kommt Jean Zimmer in die Mannschaft. Gondorf, der Kapitän, der bleibt drin auf der Sechserposition. Links kommt sein Namensvetter. Der ist jetzt ausnahmsweise mal nicht verwandt oder verschwägert oder so. Ich habe erst gedacht, das könnte ja eventuell sein Sohn sein. Aber 12 Jahre Jahresunterschied ist dann doch ein bisschen zu knapp für einen Sohn. Und Bruder, ach, das haben wir schon mit Marvin und Dominik Strohenge, die ganze Geschichte. Von daher ist Tim Gondorf, unser Supertalent, einfach nur ein Namensvetter von unserem Kapitän. 17 Jahre jung, gerade erst 17 Jahre alt geworden, hat jetzt schon eine Gesamtstärke von 71. Er wird über links kommen, über rechts unser Neuzugang aus Leipzig, Marcel Sabitzer oder Sabitzer. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie man ihn ausspricht, aber ihr werdet mich bestimmt schon in den Kommentaren in einem der letzten Videos darauf aufmerksam gemacht haben. Der Flügelflitzer über rechts, Stendera auf der 10 und vorne Stürm Della Fiore und Sander Svensson. Der junge Norweger, auch zuletzt hier ausgeliehen gewesen, bekommt heute seine Chance, sich zu zeigen. Am 30. Juli 2018 Flutlichtspiel im Stadion am Böllenfalltor unter der Leitung von Maximiano Recobedo. Klingt entweder italienisch oder irgendetwas südamerikanisches. Schauen wir uns das an. Ist auch nur halb so interessant. Wir wollen uns jetzt möglichst gut präsentieren und einen guten Start in die neue Saison hinlegen. Natürlich auch mit Della Fiore, unserem Top-Mann, der schon einige Angebote bekommen hat während der Transferzeit im Sommer. Aber wir haben direkt gesagt, Della Fiore ist unverkäuflich, den werden wir nicht abgeben. Bester Vorlagengeber in der Vorsaison in der Fußball-Bundesliga. Aber ich würde sagen, gehen wir rein in unser erstes Testspiel. Das ist einer der Neuzugänge, Rafael Guerreiro. Ach, und ja, stimmt, bei Testspielen war das ja so, dass gar nicht so viel Zeit für die Einlaufhymne ist. Deswegen geht es direkt los, ohne die Startaufstellung vorher einzublenden. Aber ihr habt sie ja vorher gesehen von uns. Die Linien ganz in Weiß heute gegen die international um einiges erfahreneren Franzosen von Olympique Marseille, die natürlich heute klarer Favorit sind. Und sie kommen gleich mal mit Ayew. Mit Umrani, der von zwei Darmstädtern gleich bedrängt wird und so der Ball gewinnt durch unseren Kapitän Jérôme Gondorf. Und das ist
unser Supertalent, Tim Bohndorf, das Megatalent aus seiner Jugend, auf ihn bin ich schon mal sehr gespannt. Genauso wie auf ihn hier, Rafael Guerrero, kam er aus der französischen Liga vom FC Lorient, der kennt Olympique Marseille bestens. Marvin Friedrich mit der Verlagerung auf Jean Zimmer, der Ersatzrechtsverteidiger für Georg Teigl. Wenn er gespielt hat, hat er nicht immer so ganz überzeugt. Von ihm könnte möglicherweise ein bisschen mehr kommen in der laufenden Saison. Bohndorf, gut gemacht. Das ist Jean Zimmer gegen Mendy, den Linksverteidiger, der da fair, hart aber fair zum Einwurf klärt. Einwurf Zimmer, Sabitzer, Stendera, Della Fiore, gut gemacht auf Sander Svensson, und der ist gut im Dribbling, aber bleibt dann am letzten französischen Verteidiger dann doch hängen. Omrani, die Sturmspitze beim französischen Topverein. Olympique Marseille ist natürlich ein Name, nicht nur im französischen, sondern im internationalen Fußball. Auch Topspieler wie zum Beispiel ein Rudi Völler, der Leverkusener Sportdirektor, hat Anfang der 90er für die Franzosen gespielt. Vereinsfarben normalerweise auch weiß, aber da wir das Heimrecht haben, haben wir uns natürlich für unsere weißen Trikots entschieden, und die Franzosen mussten auf schwarz oder dunkelblau, was das auch immer ganz genau ist, umswitchen. Und die erste Chance und im Abstauber das erste Tor. Minute 13, Olympique Marseille geht in Führung, und das müsste Ayew sein, der Mann aus Ghana, der im Real Life, so steht es mittlerweile glaube ich fest, zu Swansea City wechselt. Vertrag ist ja ausgelaufen, da waren viele, viele Topvereine, auch aus der Bundesliga, der VfL Wolfsburg in Persona, an ihn interessiert, aber Swansea City hat ihn angeblich ein Wochengehalt von 100.000 Pfund geboten, und deswegen ist er nach Wales gegangen, zu Swansea, zu den Schweden. André Ayew, 13. Minute, hier im Let's Play noch bei Marseille unter Vertrag, und er erzielt die Führung, der Superstar, behaupte ich einfach mal, von Olympique. Führung für die Gäste, kein guter Start also in diese neue Saison, aber das können wir ja noch ändern. Rafael Guerrero, offensiver Außenverteidiger mit der ersten brauchbaren Flanke, aber da kommt Sander Svensson nicht ganz dran. Konter über Omrani, wieder der Torschütze Ayew. Omrani verfolgt von Stendera, der mit dem Ballgewinn. Marvin Friedrich, Guerrero, Marc Stendera, steckt durch Della Fiore. Wow, 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 wow. Das war aber ein sehr kläglicher Abschluss. Bis zum Abschluss optimal gespielt, aber dann überhaupt kein Dampf hinter diesem Ball. Fehler von Torwin, Stendera, beziehungsweise Sabitzer war dazwischen. Bohndorf, wieder Sabitzer, das ist Stendera. Natürlich so früh in der Vorbereitung können die Abstimmungen, auch mit den ganzen Neuzugängen, natürlich noch nicht hundertprozentig stimmen. Sabitzer, Svensson, und da kommt Sander Svensson. Ach, das war Svensson mit der Chance. Ich dachte, der hätte quergelegt. Nein, Svensson war das mit der Tormöglichkeit. Kommt dann noch irgendwie zum Schuss, aber gut abgeblockt von Aloé, dem Kapitän der Franzosen. Junger Nachwuchsakteur, wenn ich mich nicht täusche. Erste Ecke im Spiel. Und Marcel Sabitzer, der Österreicher, darf die gleich mal hereinbringen. Aber die ist zu nah ans Tor gezogen. Da kommt Marvin Friedrich, der Schalker Jung, nicht heran. Langer Abschlag auf Torwin. Auch eins der Top-Talente in den Reihen der Franzosen. Das ist Barada. Auch bei den Gästen aus Marseille einige unbekannte Namen mit hier in der Startelf. Also ich glaube auch nicht, dass der französische Top-Club hier mit der allerersten Garde aufläuft. Ayew gehört natürlich zum Beispiel dazu, auch wenn man nach diesem technischen Fehler hier gerade das nicht unbedingt glaubt. Aber natürlich gehört er genauso zum Stammpersonal wie ein Torwin im zentralen Mittelfeld. Aber er saß jetzt erstmal wieder auf uns geschaut. Rafael Guerrero tritt wieder an.
aber da ziemlich alleine auf sich gestellt, der Außenverteidiger. Bekommt er noch einen mit, aber ich glaube, für ihn geht's gleich weiter, kein Problem. Ungdorf mit dem gewonnenen Zweikampf, aber der Abpraller wieder bei den Gästen. Aber Marvin Friedrich dazwischen und mit einem faulen Spiel angeblich. Freistoß in Buda. Auch eins der vielen Top-Talente in den Reihen von Olympic. Da soll ja Juventus Turin angeblich Interesse haben am defensiven Mittelfeldspieler. Und jetzt legt sich erstmal Florin Thauvin den Ball zurecht. Kommt eine Freistoßflanke. Zimmer mit dem Kopf dazwischen. Vielleicht die Konterchance über Svensson. Und Tim Gondorf. Der ist nicht der allerschnellste, der Tim Gondorf. Muss warten, bis Della Fiore in Position läuft. Der Ball war sehr gut gespielt. Della Fiore aber im Abseits. Anscheinend. Wie gesagt, die Abstimmungen, die können natürlich noch nicht hundertprozentig stimmen. Gucken wir nochmal. Ja, ganz knapp, aber richtig gesehen, Della Fiore einen Schritt zu weit vorne, deswegen der Abseitspfiff natürlich korrekt. Und wir werden einfach mal ein bisschen offensiver zu Werke gehen. Gut gemacht von Aurier. Ist das Serge Aurier? Der ivorische Nationalspieler. Kann durchaus sein. Guter Zweikampf. Marvin Friedrich, der hinterlässt bislang hier einen richtig guten Eindruck, wie ich finde. Stendera. Gondorf. Dem es, wie gesagt, ein bisschen an Grundschnelligkeit fehlt. Der Ball von Marvin Friedrich kommt nicht durch. Aber der Innenverteidiger einfach mal mit aufgerückt und setzt nach und holt so den Einwurf raus. Und führt ihn auch selber aus. Gondorf. Friedrich. Immer noch mit vorne. Jerome Gondorf. Sander Svensson. Nein, Stendera ist das. Wird abgeblockt. Della Fiore. Das ist Sander Svensson. Der steckt durch zu Della Fiore. Der zielt aufs kurze Eck. Aber der Keeper noch dazwischen. Und ich glaube, der Abwehrspieler, der hat ihn noch abgefälscht. Kabuni oder Kababuni im französischen Tor musste da gar nicht eingreifen. So Ecke Gianluca Della Fiore. Mal gucken, ob der es besser macht. Nicht ungefährlich. Und Sabitzer mit der Direktabnahme. Volles Risiko vom Österreicher im Real Life. Zweitbester Scorer der österreichischen Bundesliga gewesen nach seinem Teamkameraden Soriano. Und hier mit der direkten Abnahme Volley-Schuss fehlt hier, glaube ich, gar nicht so viel. Guter Versuch, warum nicht? Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Ballbesitz für die Franzosen. Sabitzer dazwischen hat aber Pech, dass er den Ball nicht kontrollieren kann. Mendy, der Linksverteidiger, unter Druck gesetzt, muss den Ball blind nach vorne schlagen, wo Jean Zimmer den Ball problemlos aufnimmt. Joy G. Friedrich. Nachspielzeit der ersten Hälfte läuft. In Ansätzen sieht das schon gar nicht so schlecht aus, dafür, dass das hier eine halbe B-Mannschaft ist, die beim SV Darmstadt heute spielt. Aber die Franzosen halt eiskalt gewesen. Und das ist Sabitzer! Und auch der ist eiskalt! Schön gespielt von den Lidien, vom deutschen Fußballmeister. Und Sabitzer feiert seinen ersten Treffer. Schön gespielt, Stendera steckt durch. Aber da war auch eine Riesenlücke in der Innenverteidigung. Und Sabitzer bleibt cool, hält den Ball buchstäblich flach und haut ihn ins lange Eck. Keine Chance für den Torhüter. Ausgleich praktisch mit dem Pausenpfiff. Sehr schön. Das sollte noch ein bisschen einen positiven Effekt geben, bevor wir dann gleich in die Kabine gehen. Omrani. Den Franzosen fällt allerdings auch nicht so viel ein. Relativ harmlos im Spiel nach vorne. Sabitzer mit dem Fehlpass. Sollte Richtung Della Fiore eigentlich gehen. Aber sei es drum. Das war die letzte Aktion im Durchgang Nummer 1. 1:1 zur Pause gegen einen französischen Topverein Olympique Marseille. Ich denke, da können wir zufrieden sein. Stendera, er hat das Tor vorbereitet und Sabitzer im ersten Einsatz gleich mal mit seinem ersten Treffer. Das geht auch gut los. Gucken wir mal kurz auf die anderen Plätze, denn auch andere Bundesligisten spielen heute. Zum Beispiel in Nürnberg gegen Lorient, da steht es 1:1. Der HSV führt gegen Valencia mit 1:0
Und der Sportclub Freiburg führt gegen meinen Lieblingsverein aus England, gegen West Ham United, ebenfalls mit 1:0. Hier in Darmstadt steht es 1:1. Und wir können vielleicht auch schon mal in der Halbzeit wechseln. Auf der Bank einige Stammkräfte, wie ihr schon sehen könnt, aus der Vorsaison: Vlachodimos, Holland, Süle, Weigel, Soriano, Bruno und Asifua. Wie eingangs erwähnt, die WM-Fahrer heute noch nicht mit im Kader. Werden aber höchstwahrscheinlich im nächsten Spiel dann alle eingesetzt. Ich guck mal kurz auf die Ausdauer. Aber bei Gondorf ist echt das Problem seine Geschwindigkeit. Nur 59 für einen Flügelflitzer ist das einfach zu wenig. Ich hoffe echt, dass er sich in dem Bereich noch um einiges verbessert. Ich denke, wir werden erstmal weiterspielen ohne Veränderung. Aber Marcel wird wechseln. Und zwar kommt Batshuayi, der Stammstürmer normalerweise. Kommt für Omrani, der ein bisschen enttäuscht hat, muss man sagen, in vorderster Front. Jetzt also ein weiterer Stammspieler bei den Franzosen mit dabei. Aber nicht davon beeindrucken lassen, einfach so weiterspielen wie bisher. Der Führungsball kommt nicht durch zu Tim Gondorf. Aber wieder sofort die Abwehrspieler des Gegners unter Druck gesetzt. Und zu diesem Befreiungsschlag gezwungen. Guerreiro beim Einwurf. Auf Jerome Gondorf. Rechts raus auf Zimmer. Sabitzer hat da eine Menge Platz. Nimmt Zimmer mit. Der mit der super Hereingabe. Aber Della Fiore ist halt kein Kopfballungeheuer. Und wird er höchstwahrscheinlich in diesem Fußballerleben auch nicht mehr. Wenn er das auch noch werden würde, dann wäre er wirklich der kompletteste Stürmer überhaupt. Aber man kann ja nicht alles erwarten von einem 21-jährigen gelernten Jogginghosenverkäufer. So, jetzt kommt erstmal Barada gegen Zimmer. Zurückgelegt. Gut zurückgearbeitet von Marcel Sabitzer. Auch der hinterlässt bislang einen richtig guten Eindruck. Genau wie er hier, Marvin Friedrich. Jorge. Noch nicht so häufig gefordert in dieser Partie. Guerreiro. Mit dem Fehlpass gut aufgepasst von Imbula. André Ayew mit dem langen Ball. Aber der ist ein bisschen zu lang für Barada. Da kann der Marokkaner nicht herankommen. 56. Minute. André Ayew. Der Torschütze geht vom Feld. Und Dimitri Payet, französischer Nationalspieler immerhin, kommt in die Partie. Also die Gäste haben auch noch einiges an gutem Spielermaterial auf der Bank. Und ich denke, wir werden jetzt auch nochmal wechseln. Ein bisschen durchwechseln können wir wohl. Soriano kommt mal für unseren Capitano, für Jerome Gondorf. Dann kommt Asifua mal für Della Fiore in die Partie. Und zu guter Letzt stellen wir mal Soriano auf die 10er-Position. Stendera geht auch raus. Für ihn kommt Julian Weigel. Dreifach Wechsel. Nach nicht mal einer gespielten Stunde. Ein paar Stammspieler gehen. Della Fiore, Stendera und Gondorf. Und ein paar andere Stammspieler kommen. Asifua, Julian Weigel und Roberto Soriano. So. Das bringt nimmt natürlich ein bisschen den Fluss aus dem Spiel. Aber wenn man mal testen kann, dann sollte man das auch nutzen. Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Julian Weigel, Soriano, Weigel, Sander Svensson, Sabitzer mit ein bisschen Glück, kommt aber nicht mehr ganz an den Ball, trotz des guten Einsatzes. Mendy unter Druck gesetzt, wieder Mendy, der Linksverteidiger, mit dem Fehlpass, da hat John Zimmer gut aufgepasst, oh, aber dann steht sich Soriano und Svensson da gegenseitig im Weg, das war ein bisschen unglücklich gelöst. Marvin Friedrich mit der Grätsche ins Leere. So ein bisschen Platz zum Kontern. Ein bisschen Platz ist gut. Da war sehr viel Platz. Und da war ich zu überrascht, dass er hier, Marcel Sabitzer, mit der Rücknummer 34 noch an den Ball kam. Klärt sicherheitshalber ins Seiten aus. Offscreen habe ich übrigens die Rückennummern noch etwas angepasst. Das waren, glaube ich, nur zwei oder drei Leute, wo ich die noch verändert habe. Und ich habe offscreen auch noch unser Sturmtalent Marco Latzer auf die Leihliste gesetzt. Hatte ich vergessen, eingangs zu erwähnen.
Aber jetzt wieder zurück. Zum Spiel. Sabitzer. Zimmer. Ah, warum spielt er den Ball nicht ab? So. Leichtes Spiel für Mandy, den Ball zu gewinnen und den Konter einzuleiten. Payet. Mit dem langen Ball auf den anderen Flügel. Wow, und da ist einer völlig blank, nämlich Torwin. Aber seine Flanke harmlos, Guerrero dazwischen, nachdem Marvin Friedrich die Flanke unterlaufen hatte. Asifua, erster Ballkontakt. Soriano. Ah, gut, dazwischen gegrätscht von Franzosen. Ich wollte den Ball gerade abspielen. Guerrero. Soriano, ach, viel zu kurz gespielt vom Italiener. Aurier auf Aloe. Ah, da stand der Schiedsrichter im Weg bei Julian Weigel. Deswegen, weil er sich in den Laufweg gestellt hat, konnte der ehemalige Löwe, der ehemalige 60er da nicht den Ball gewinnen. Aurier, gut durchgesteckt. Torwin, nochmal zurückgelegt auf den Ivora. Serge Aurier, vor kurzem fest verpflichtet von Paris Saint-Germain. Und jetzt Konterchance über Soriano. Wie läuft Asifua? Welchen Laufweg schlägt er ein? Das ist relativ egal, denn der Pass vom Italiener, vom Darmstädter Jung. Soriano kommt ohnehin nicht durch. Aber immerhin Einwurf. Guerrero, rechts ist Platz für Zimmer. Der direkt weiter auf Sander Svensson. Und der suchte in der Mitte Julian Weigel, aber erneut gut aufgepasst von Marseilles Defensive, die das dritte und letzte Mal auswechseln. Florian Torwin geht vom Feld und Ndumbu, wenn ich das richtig gesehen habe, kommt in die Partie. Und ich glaube, das ist ein Spieler, den der gute Kirilo mir empfohlen hat. Ich glaube, der kommt ursprünglich nicht von Olympique Marseille, sprich, die haben den gekauft. Müsste ein Mann aus dem Gabun sein. Den hat er mir herzlich empfohlen zu verpflichten, aber ihr wisst ja, ich brauche keine Flügelspieler, sondern noch einen zentralen offensiven Spieler. Und die Ecke, die ist gut! Von Marcel Sabitzer. Und die riesen Kopfballchance für Julian Weigel, der ganz knapp über das Tor von Kabuni, so heißt er, geköpft hat. Mit Doppel A. Kabuni. Keine Ahnung, ob Steve Mondon da den Verein mittlerweile verlassen hat. Die eigentliche Nummer 1 im Tor von Olympique. Genvia auf Ndumbu. Erste Aktion. Er verliert den Ball an John Zimmer, der seine Sache heute auch bislang ganz ordentlich macht. Sabitzer. Soriano. Svensson. Asifua. Svensson. Asifua will durchstecken, aber erneut gut aufgepasst. Zweiter Ball. Soriano auf Sander Svensson. Und er kann sich durchdribbeln. Sander Svensson! In der Minute. Darmstadt dreht das Spiel. Und das war ein Tor des Willens. Natürlich auch vom Können, aber vor allem von der Willensstärke. Er tankt sich da gegen 2, 3, 4 Franzosen durch. Wie gesagt, er ist dribbelstark, der junge Norweger. In der letzten Saison. Oh, und da knallt er mit dem Kopf voll auf den Rasen. Oh, das muss ja wehtun. Aber der Schmerz ist schnell vergessen. Die Freude über diesen Treffer überwiegt beim jungen Norweger. Ich wollte gerade sagen, in der letzten Saison ausgeliehen nach Frankreich an den RC Lens. Auch er kennt also Olympique Marseille fast wie aus seiner Westentasse. Westentasse, genau, das ist auch mal interessant. Die Westentasse. Nein, aus der Westentasche. Selbstverständlich. Schön, dass auch der Norweger trifft. Ist ja auch noch jung mit seinen 21 Jahren. Hat er auch noch genügend Potenzial nach oben. Aber jetzt kommen erstmal die Franzosen. Aber Friedrich, wunderbar aufgepasst. Und jetzt Konter. 3 gegen 3, wenn es schnell geht. Soriano. Aber Sander Svensson hat nicht den Körper, sich da durchzusetzen. Hätte vielleicht eher über Asifua den Konter ausführen sollen. So nochmal die Franzosen mit Ndombo. Stark gemacht da gegen Jorge. Auch die Flanke ist gut. Aber was macht denn der Stürmer da? Statt aufs Tor zu köpfen. Aber nochmal die Flanken
Der Flankenversuch abgewehrt. Nochmal Aurier. Jandia. Und der Ball, der ist richtig gut. Aber abseits, oder? Oder nee, Stürmerfoul gepfiffen. Sehr gut aufgepasst davon Jean Zimmer, dem ehemaligen Lauterer, dem deutschen U21-Nationalspieler. In letzter Not gerade noch so geklärt. Letzte Minute läuft. Nochmal der lange Ball von Rakowski, aber da kommt Svensson nicht mehr hin. Der dribbelstarke Edeltechniker steht ja wieder auf der Leihliste. Riesenfehler da. Assi fuhr mit der Chance auf 3:1 zu erhöhen. Aber gut aufgepasst. Und da war Tim Grundorf anscheinend noch am Ball. Deswegen Einwurf für die Franzosen. Aber sei es drum. Nochmal Einwurf für die Gäste. 3:1 wäre des Guten vielleicht auch zu viel gewesen. Aber ein paar Sekunden sind ja noch. Und Mbouda macht fast den Fehler gegen Assi Fuhr. Von dem man ja weiß, dass er immer früh und vor allem überall die Gegner attackiert. Oh, der Kopfball direkt vor die Füße eines Franzosen. Nochmal zittern in den letzten Sekunden. Und Ndumbu holt nochmal die Ecke raus. Was macht der Torwart? Er überlegt ganz kurz und entscheidet sich, nach vorne zu sprinten. Sprich, das Tor wird für einen möglichen Konter leer sein. Wo bleibt er denn, der Torwart? Da ist er. Kommt jetzt so langsam in den 16-Meter-Raum. Ecke kommt. Aber Rakowski ist da. Und jetzt schnell abwerfen. Kein Torwart drin. Ebenezer. Assi Fuhr probiert. Und. Ohohoho. Sein Schuss aus 16 Metern. Ganz knapp vorbei. Das wäre natürlich noch ein schöner Schlusspunkt gewesen. Aber sei es drum. Erste Testspiel. Erster Sieg. 2:1. Gegen einen namhaften Gegner von Olympique Marseille. Das lässt sich sehen. Sabitzer mit seinem ersten Tor und Sander Svensson, den wir eigentlich auch wieder verleihen wollen, ebenfalls mit einem Treffer. Vielleicht können wir ja sogar noch einen vierten Stürmer während der langen Saison gebrauchen. Schauen wir mal, was wir mit Sander Svensson machen. Hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Gucken wir kurz auf die Spielerbewertungen. Sieht weitestgehend ganz gut aus. Zimmer mit einer 7,2, sage ich eh nicht stark. Sabitzer, Spieler des Spiels mit einer 8,0. Die Vorlagen kamen von Stendera und Soriano. Die Tore von Sabitzer und Svensson. Tim Grundorf auch mit einem ordentlichen Spiel. Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber man will jetzt auch nicht zu viel direkt erwarten von einem 17-jährigen Supertalent. Julian Weigl nur eine 5,9. Und auch die ausgewechselten Della Fiore und Grundorf noch nicht so in Top-Verfassung. Aber das wird noch alles kommen. Da bin ich mir zumindest relativ sicher. Schüsse Marseille in der zweiten Hälfte komplett ohne Torschuss, so wie es aussieht. Hatten zwar minimal mehr Ballbesitz und hatten auch ein paar mehr Zweikämpfe gewonnen. Aber wir hatten mehr Schüsse, mehr Möglichkeiten und auch mehr Tore. Und wenn man die Statistik so anguckt, da hätten wir vielleicht sogar auf jeden Fall locker mit 3:1 gewinnen können. Sei es drum, Nürnberg hat 3:1 gewonnen gegen Lorient. Und auch die anderen Bundesligisten haben allesamt gewonnen. Gebhardt, Matchwinner mit 3 Toren. Also der Timo Gebhardt aus Nürnberg, der war ja schon in der Vorsaison so stark. Der scheint hier in FIFA richtig abzugehen. Wo steht das denn jetzt? Da steht's. Timo Gebhardt, der hatte schon in der letzten Bundesliga-Saison, ich glaube, 12 oder 13 Buden markiert. Und das als Mittelfeldspieler. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Feldmann von Ajax wechselt für 5,5 zum FC Genua. Und wir gehen noch ein paar Tage voran, würde ich sagen. Und gleich haben wir schon wieder einen neuen Monat. Wobei, eine Sache wollte ich vorher nochmal eben machen. Und zwar wollte ich sogar noch einen dritten Jugendscout verpflichten. Und zwar 3,5 ist auch nicht schlecht, ne? Ach komm, aber ein 1,2er sollte da eigentlich ausreichen. Martin Korb verpflichten wir noch als dritten Jugendscout. Und sobald er zur Verfügung steht, werden wir mal die Bereiche festlegen, wo unsere drei Jugendscouts ihre Scouting-Netzwerke
Netzwerke aufbauen sollen. So, Budget haben wir eigentlich noch genügend zur Verfügung. Wie vorhin erwähnt, ich habe offscreen noch den guten Nakulatza auf die Leihliste gesetzt. Ich hoffe, dass wir noch vielleicht ein, zwei Spieler verkauft bekommen. Wobei, so viele stehen gar nicht mehr auf der Transferliste. Aber einer fehlt doch. Wo ist denn Otikba? Hä? Ach, da ist er. Na toll, sortiert. Warum steht er denn hier zwischen den beiden Unverkäuflichen? Egal, FIFA, Bug und so. Ach ja, und apropos Bug. Ich sollte mal bei der normalen Spielersuche einen Spielernamen eingeben von einem unserer Jugendspieler. Nimm mir einfach mal Danny Zwinkels. Denn da hat mir der gute Tor, liebe Grüße an dieser Stelle, geschrieben, dass es da einen weiteren Bug geben soll. Den habe ich jetzt noch gar nicht mir angeschaut. Gucken wir einfach mal. Also Danny Zwinkels, es gibt ihn auf jeden Fall schon mal. Okay. Interessanter Name. Wir können jetzt Teamname April 15 112.264 kontaktieren. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aber Angst, das zu tun. In der Hinsicht, dass ich mir das Spiel irgendwie kaputt bugge. Nee, ich lasse es lieber. Aber vielen Dank für den Hinweis, dass es anscheinend mal einen weiteren Bug im Spiel gibt, der mir bis dato noch nicht bekannt war. Oh Mann, ich hoffe echt, dass in FIFA 16 mal der Karrieremodus endlich mal zumindest ein bisschen überarbeitet wird und zumindest diese ganzen Bugs, die ja existieren, dass die mal so langsam ausgemerzt werden. Das ist ja nicht mehr feierlich. Und ich wollte noch mal kurz bei den normalen Scouts schauen. Aber ich glaube, da gibt es noch keinen neuen. Wobei den Erik Stark. Ach komm, der ist doch gut genug. Den nehmen wir auch mal. Ich möchte noch so einen richtig, richtig, richtig guten verpflichten. Was, 7 Mille? Antun Manulic. Ja, aber das ist mir dann doch etwas zu gut und zu teuer. Aber einen würde ich noch gerne holen. Sofern das Budget es zulässt. Denn ich muss ja noch ein bisschen aufsparen. Denn einen guten Spieler wollen wir ja noch verpflichten. Und dann wird es auch so langsam eng mit dem Budget. Ich glaube, das war unser vorerst letzter Scout, den wir verpflichtet haben. Denn für viel mehr steht unser Geld für einen weiteren Neuzugang nicht zu Buche, für einen weiteren Neuzugang natürlich. So, aber jetzt gehen wir erstmal einen Tag voran. Neuer Monat. Ihr wisst das. Ihr wisst, was das heißt. Nämlich Teambericht. Aber vorher erstmal ist unser Scout da und einsatzbereit. Alter, was ist mit meinem Deutsch heute los? Einsatzbereit. Meine Fresse. Monatsbericht Jugendmannschaft. Interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Und theoretisch könnten wir die eigentlich alle mal entlassen, oder? Potenzial 71 bis 75. Nee. Caligiuri könnte man vielleicht noch drin lassen, aber den Rest, wisst ihr was? Wir geben die mal alle frei. Die brauchen wir wirklich alle nicht. Man sollte schon zumindest ein Potenzial zwischen 75 und 80 haben, irgendwo so in diesem Bereich. Alles, was da drunter ist, das gucken wir uns gar nicht erst an. So, unsere Jugendmannschaft auf einen Spieler dezimiert, so schnell geht das. Typ Angreifer, obwohl er im zentralen Mittelfeld spielt. Auch interessant. Okay, haben wir das auch gemacht. Und ein Transferangebot für Francisco Rodriguez. Oh, endlich mal ein Leihangebot hoffentlich. Und zwar von Austria Wien. Warum nicht? Verleihen wir den Schweizer nach Österreich. Ich glaube, Austria Wien spielt bestimmt auch international, oder? Zumindest in der Europa League. Finde ich gut. Werden wir den Schweizer mal dorthin verleihen und hoffen, dass er sich dort endlich mal ein bisschen weiterentwickelt. Ist er weiterhin unser teuerster Neuzugang der Vereins- und Let's Play-Geschichte. Ansonsten sind noch keine weiteren Transfers anscheinend passiert in den letzten Stunden. Aber natürlich wieder einige Gerüchte.
Sevilla verhandelt mit Monaco über De Jong-Wechsel. Einmal durchatmen. Der ehemalige Gladbacher. Irgendwas ist mit meiner Stimme heute nicht ganz in Ordnung. Aber wir gucken trotzdem noch auf den Teambericht und schauen, ob sich dort noch irgendetwas getan hat. Holy shit. Brooks auf eine 79 hoch. Damit neben Bruno stärketechnisch unser stärkster Spieler. Da ist er, Massimo Bruno, ebenfalls auf einer 79. Lecky 74 hatte er vorher schon. Stendera auch schon wieder einen Stärkepunkt hoch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch jetzt auf einer 74. Marktwert mittlerweile 3,3 Millionen Euro. Und Milik hat sich auch schon ordentlich verbessert. Genauso wie Della Fiore. Und der nimmt jetzt sogar noch an Sprinttempo zu. 82, so schnell ist er gar nicht. Bloß in Sachen Beschleunigung, da ist er noch ein bisschen besser. Tim Gondorf auf eine 72 hoch. Marktwert jetzt schon 1,9 Mille. Aber ich hoffe, dass er sich in den physischen Attributen noch ein bisschen verbessert. Rakowski, sieh mal einer an, verbessert dich auch ein bisschen. Sabitzer, auch nicht schlecht, auf eine 72 hoch. Nach seinem guten Debüt heute gegen Marseille direkt ein Stärkepunkt hinzugewonnen. Genauso wie der gute alte Cedric Doyer. Ich weiß nicht, wie lange der auf einer 71 stand, aber urplötzlich ist er auf einer 72. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Das sieht doch bislang ganz gut aus. Bayer auf eine 60 hoch. Marco Lazar auf eine 62 hoch. Steht auf unserer Leihliste, wie gesagt. Dann Marvin Friedrich. Ebenfalls ein gutes Spiel heute gemacht. Und direkt auch mal auf eine 70 hoch. Gefällt mir. I like it. Jonas Dartsch, den möchte ich noch verleihen. Genauso wie Strohengel, Zimmer. Svensson auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Matti Steinmann möchte ich auch gerne verleihen. Weil unser Angebot im zentralen Mittelfeld einfach zu groß ist. Und wir ja auch noch einen weiteren Spieler dafür holen wollen. Zuma steht auf der Transferliste. Ist Yen unser Altmeister. Soriano hoch auf eine 73. Freut mich ebenfalls. Utikpa steht auf der Transferliste. Strohengel. Horvath, sieh mal einer an. Kaum ist er verliehen, hat er schon wieder einen Stärkepunkt hinzugewonnen. Und ab sofort ist auch Francisco Rodriguez verliehen an Austria Wien. Ich hoffe, zumindest ein, zwei, vielleicht sogar drei oder vier Spieler, die auf der Leihliste stehen, kriegen wir noch irgendwo untergebracht. Denn so sparen wir natürlich auch ein bisschen Gehalt und geben unseren Akteuren Spielpraxis. So, aber jetzt noch ein Tag weiter, denn dann steht schon das nächste Spiel an gegen Stade Reims oder Reims oder Reims, Reims. Reims dir zusammen, wie du es gerne haben willst. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich bin der französischen Sprache nicht wirklich mächtig. Und wenn ehrlich gesagt, Französisch ist auch eine der hässlichsten Sprachen, die es gibt. Mag man vielleicht anderer Meinung sein, aber ich vertrete diese Meinung. Europa League Saisonziel vom HSV, genauso von Hannover 96, die es ja bis ins Finale geschafft haben in der Vorsaison. Dort erst am Sieger Manchester United knapp gescheitert sind. So, und da Rodriguez weg ist, haben wir natürlich ein bisschen an Gehaltsbudget hinzugewonnen. Das können wir gleich mal wieder aufs Transferbudget so rum verschieben. Das sieht doch ganz gut aus. Und zu guter Letzt werden wir in diesem Part noch einmal kurz bei einem Scout, nach einem Scout gucken. Hier ist aber noch nichts Neues. Dann ist das Letzte, was wir machen werden, unsere Jugendscouts mal versenden. Elias, ehemals unser bester Scout. Und der soll ein Scouting-Netzwerk aufbauen. Und zwar, wie sollte es anders sein als in Deutschland? Kann ich noch irgendwo was verändern? Deutschland? Ah, hier kann ich es verändern. Dauer. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir nur 6 Monate gemacht. Wisst ihr was? Wir haben jetzt ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung. Machen wir mal direkt 9 Monate. Und Typen, da suchen wir nichts Bestimmtes. Deswegen einfach nach allem suchen, was er so finden kann. Netzwerk wird eingerichtet. Dann bauen wir auch, wie beim letzten Mal, ein Netzwerk in Holland auf. Wenn wir schon einen holländischen Scout haben, schicken wir den auch nach Holland.
Kostet komischerweise nicht ganz so viel. Soll mir recht sein. Und zack, ist auch der unterwegs. Und Martin Korb, den wir gerade eben verpflichtet haben. Wo schicken wir den denn hin? Frankreich, Belgien. Wow, in Südamerika steht ja auch ganz viel zur Auswahl. Genauso in Afrika. Wisst ihr was? Wir schicken den nach Österreich. Wir haben ja mittlerweile 3 Österreicher bei uns im Kader. Haben jetzt gerade einen nach Österreich verliehen. Deswegen haben wir eine ganz gute Beziehung dorthin und bauen auch dort unser drittes Netzwerk auf. Jetzt hier nochmal die Bestätigungen. Wunderbar. Das Geld ist natürlich jetzt auch weniger geworden, aber sei es drum. Ich denke, das sollte immer noch für einen Transfer hoffentlich ausreichen. So, aber das sollte es erstmal für heute gewesen sein mit diesem Part von Let's Play FIFA 15. Das erste Testspiel erfolgreich hinter uns gebracht. 2-1 Sieg gegen Marseille. Beim nächsten Mal gegen die nächsten Franzosen von Stade Reims oder Reims. Reims dir zusammen, ich habe keine Ahnung. Und wir werden mal gucken, wie es auch auf dem Transfermarkt dann weitergehen wird. Bislang bin ich ganz zufrieden. Vielleicht noch 1-2 Spieler verkaufen, 1-2 vielleicht noch verleihen, dann bin ich wirklich 100%ig zufrieden. Na, nicht 100%ig, aber ich bin zufrieden. Sagen wir es mal so. Wir werden es erleben in den nächsten Parts von Let's Play FIFA 15. Karrieremodus mit den Lilien vom SV Darmstadt 98. Mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin macht's gut und ciao ciao, sagt euer Killer.